Hallo, liebe Abonnenten und Nicht-Abonnenten des Gamerog-Kanals. Ich bin der Gamerog und was ihr hier seht, ist ein Teil der neunteiligen Lego-Overwatch-Serie, die ich ergattert habe. Und zwar schon vor über einem Jahr. Ich glaube sogar schon 2 Jahre. Lego bringt Overwatch 2 raus, beziehungsweise das Videospiel ist ja schon draußen, Overwatch 2. Hat über 25 Millionen Fans und jetzt kommt das da draußen demnächst von Lego. Zu Overwatch 2. Und zwar ist es so, dass eine Figur schon zu Promoting-Zwecker verkauft wird oder draußen war. Die, wo es bekommen habe, die verkaufen jetzt gerade zwischen 400 und 900 Euro, beziehungsweise, Entschuldigung, Dollar auf eBay.com. Das bedeutet, wenn das komplette Set, was bisher aus 6 Teilen besteht, von Overwatch 2 rauskommt, wird natürlich Overwatch 1, dieses Lego-Set, werden die Preise nach oben schneller. Und zwar um 2 bis 2,5-fache, gehe ich einfach mal davon aus, wie es bei vielen Sets da in der Vergangenheit auch schon war. Das Ding ist exklusiv, das ist jetzt nicht irgendwie Star Wars, wo alle paar Monate ein Set rauskommt. Oder Harry Potter, wo man auch weiß, so die nächsten 10 Jahre gehen, ja, kommen neue Sets raus. Sondern Overwatch 1 ist draußen, Overwatch 2 jetzt. Ob es Overwatch 3 geben wird, wissen wir nicht. Deshalb exklusiv ohne Ende. Hier exklusive Figur. Die Nummer 75974 Bastion. Auch hier ein besonderer Gruß an meinen Kumpel Sebastian. Ja. You know who you are. Ja. So, exklusiv mit Blizzard. Lizenz. Das ist ein Mech, ja, der sich, den man quasi umbauen kann, beziehungsweise, nee, der wird nicht umgebaut, der wird einfach, ja, wie soll ich sagen, der wird gedreht wie ein Transformer und dann ist es nämlich eine laufende Gatling Gun. Das ist schon mal richtig. Also, wenn ich ein kleiner Bub gewesen wäre und hätte so einen Roboter gehabt, wo so cool aussieht und dann sich noch als Gatling Gun, als laufende Gatling Gun umformen lässt, ich wäre in die Luft gesprungen vor Freude, ja. Und das ist ja nur ein Set von 9 Sets, wo ich ja habe, ja. Und also, es ist ja ein Mega-Spielset und auch für viele, ja, Overwatch-Fans natürlich. Super interessant. Ich sehe hier gerade Batteries included. Das geht mit Batterie. Ach, da geht oben Licht an. Da geht oben Licht an, glaube ich. Hier oben, sein Kopf, ne? Das hat einen Leuchtstein sogar drin, so wie es aussieht. Gehe ich wohl davon aus. Und unter rechts natürlich die Widersacher. Der kleine Vogel. Also, es ist mega. Ja, ganz klar. Ganz tolles Set. Wer das komplette Set hat, ich verkaufe es auch komplett, der wird natürlich richtig begeistert sein. Lego Overwatch Bastion. Ich habe übrigens auch noch den Kleiner. Ich habe es euch ja in den Videos gezeigt, in den Einzelvideos. Und der war ja auch exklusiv, nur in den Lego-Läden erhältlich. Und deshalb haben viele nur 5, 6 Sets anstatt alle 9. Ich habe alle 9. Leute, greift's euch bei eBay Kleinanzeige ab morgen drin. Ihr seid super, ich bin der Gamerog. Macht's gut, tschüss.